Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu unserem Landesparteitag und kann uns allen zwei spannende Tage in Saarburg versprechen. Besonders begrüßen möchte ich unseren Freund und Referenten Horst Schmidhenner. Langjähriges geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall und derzeit Leiter des IG Metall Verbindungsbüros für soziale Bewegungen, meine Genossin und Fraktionskollegin Katja Kipping, stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei Die Linke. Meine Genossin, stellvertretende Bundesvorsitzende und Mitglied des Saarländischen Landtags, Heinz Bierbaum. Alle Kandidatinnen und Kandidaten zur Landtagswahl, alle Mandatsträger und Mandatsträgerinnen, alle ehrenamtlich tätigen Mitglieder unserer Partei, außerdem alle weiblichen und männlichen Delegierten. Und ein ganz besonderer Dank geht an den Kreisverband Trier, der hier uns diesen wunderschönen Raum zur Verfügung gestellt hat, besorgt hat und auch die ganze Arbeit geleistet hat. Ebenso wie an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle, die natürlich auch einen besonders großen Applaus verdient haben für ihren Einsatz, ja fast Tag und Nacht, wie das so ist vor Parteitagen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben bei diesem Parteitag eine verantwortungsvolle und wichtige Aufgabe vor uns. Wir stehen vor dem Einzug in den Rheinland-Pfälzischen Landtag und wir müssen noch viel stärker werden. Aber nicht um unserer selbst willen, das wird oft vergessen, denn Organisationen und Parteien sind niemals Selbstzweck. Sie sind immer nur Mittel zum Zweck, um den Menschen eine Stimme zu geben, die nicht mächtig sind, die sich zusammenschließen müssen, die nur gemeinsam und zusammen etwas erreichen können. Genossinnen und Genossen, wir dürfen die Hoffnung der Wählerinnen und Wähler in Rheinland-Pfalz nicht enttäuschen. An dieser Stelle möchte ich mich auf eine bedeutende Sozialistin und Frauenrechtlerin, Clara Zetkin, beziehen. Dieser Satz steht uns in allen Sitzungen unserer Fraktion im Bundestag als Leitbild vor Augen. Lassen wir uns nicht schrecken durch die Ungunst äußerer Umstände, haben wir für alle Schwierigkeiten nur eine Antwort. Erst recht. Und mein besonderer Gruß geht von hier aus auch an die tausenden Demonstranten, die heute gegen den sozialen Kahlschlag in diesem Land demonstrieren. Wir sind in Gedanken bei euch. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen konstruktiven, arbeitsreichen und erfolgreichen Parteitag.